So, willkommen in der Pokémon-Liga. Für die, die sich jetzt fragen, warum ich nicht noch in der Siegesstraße bin, oder auch in der letzten Folge noch in der Siegesstraße, ja. Da gab es so einen kleinen Zwischenfall. Ich hatte das Video aufgenommen. Dann kam noch der Rest der Siegesstraße und im Anschluss noch ein Kampf gegen Heiko. Und dann halt eben der Weg hier zur Pokémon-Liga, der restliche. Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe das Video aufgenommen, ich habe es geschnitten, habe es angefangen auf YouTube hochzuladen. Dann habe ich festgestellt, dass ich kaum noch Speicher habe, was zwar für den Upload vollkommen unwichtig ist, aber ich dachte mir trotzdem, ich lösche mal ein bisschen was, um Speicher zu schaffen. Ja, war jetzt nicht so die beste Idee, sagen wir mal so, weil ich habe auch das Video gelöscht, habe dann auch direkt den Papierkorb geleert und naja. Das Video war erst zu 85% hochgeladen, deswegen kann man nichts machen, ist es jetzt weg, aber egal. Dann gibt es jetzt direkt die Pokémon-Liga und ich hoffe, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Willkommen Herausforderer, ich bin Ulrich von Top 4. Es war sowieso nur noch ein Dunkelbereich und ein Hellbereich. In kurzer mit zwei, drei Kämpfen, Trainerkämpfen normal, die jeweils ein Pokémon hatten. Ja, der Kampf gegen Heiko halt, ne? Man kennt seinen Pokémon, nichts Spektakuläres, von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ich mag deinen selbstbewussten Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht sehr gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn sich nur hier in der Pokémon-Liga liefern kann. So, unser erster Kampf in der Pokémon-Liga. Das wird, wenn ihr dieses Video sehen solltet, das letzte Video wird wahrscheinlich eine sehr große Folge, weil die Pokémon-Liga ja doch verhältnismäßig lange dauert. 4 große Kämpfe. Der Top 4 und dann noch der Champions-Kampf. Aber ich finde, sowas kann man eigentlich. Sowas würde ich eigentlich ungern splitten. Habe ich zwar im Kirby-Finale gemacht. Aber ja, ich finde, es war irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen. Passt das so? Dass wir dann jetzt einfach eine große Folge daraus machen. Ich habe keine Ahnung, wie lang die wird. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht nicht doch splitten muss. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich werde soweit erstmal dabei bleiben. Voraussichtlich das Ganze als eine Folge hochzuladen. Ja, sicher, Alter, ernst. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Am Anfang sind jetzt noch 5 Pokémon, gegen die wir kämpfen. So, jetzt müssen wir überlegen. Komm, wir bleiben erstmal dabei. Und das heile ich nicht. Oder wechsel schnell raus. Oh ja, das war sehr gut. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, 4 Kämpfe. Jeder, der Top 4 hat von Pokémon, erst dann im Champions-Kampf wird es gegen 6 geben. Gegen 6 geben. Gehen. Oh, ich kann kein Deutsch mehr, ne? Okay, jetzt bald Ohio. Ich dann doch rauswechseln. Sicher ist sicher. Mit seinen Wasserattacken kann er meinem. Komm, ich nehme jetzt den Schaden, den man dabei bekommt, in Kauf. Genau, den Schaden, den er mir dann machen könnte, wäre halt doch schon. Einiges. Aber das hat er gut gemacht. Klar, er leitet noch Schaden durch den Rückstoß. Das
war mir natürlich klar, aber passt soweit. Und hier wechsle ich wieder auf Firestorm zurück. Stacheln kommt er jetzt erstmal mit. Ja, er schützt sich selbst, ist klar. So, jetzt aber. So, er hat warum auch immer noch keinen. Na, ich will es auch gar nicht aussprechen, ehrlich gesagt. Nochmal Schutzstacheln ein. Ja, gut, das ist jetzt natürlich eine super Taktik, ne? So halte sich die ganze wieder hoch, weil ich ihn mit Schutzstacheln nicht angreifen kann. Und er hält sich mit Eselsamen wieder hoch. Das ist eine super Taktik. Muss ich ihm lassen. Geht mir auch gerade ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Bitte setz nicht nochmal Schutzstacheln ein. Danke. So, ich wollte sagen, es wundert mich, dass der... dass Ulrich von den Top 4 keinen einzigen Full Heal eingesetzt hat. Darauf habe ich dir nur eins zu sagen. Hey, du bist bestens gewappnet für das, was noch kommt. Deshalb solltest du jetzt in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Geh weiter, der Kampf, der dich im nächsten Raum erwartet, sollte dich bei guter Laune halten. So, Kampf 1 geschafft. Wir haben zum Glück nicht so viel Schaden bekommen. Ich heile dann hier einmal da hoch, was nötig ist. Beiden. Dann können wir in den nächsten Raum gehen. So, der erste Kampf hat mir schon mal gefallen, aber es wird definitiv nicht einfacher. Schauen wir mal. Das sieht mir stark nach Geist aus. Ich bin Antonia von den Top 4. Durch mein Training am Pyroberg habe ich die Fähigkeit erlangt, mit Geister-Pokémon zu kommunizieren. Ja, so stark ist das Band zwischen mir und meinem Pokémon. Deswegen solltest du dich glücklich schätzen, wenn es dir gelingt, meinem Pokémon überhaupt Schaden zuzufügen. Probier es ruhig mal aus. Okay, bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ich starte mit Zwirklopp. Auf Sobiris rauswechseln können. Geist gegen Geistattacke. Und auch Unlicht, der an sich eigentlich immer ganz gut. Ah, ich bin so dumm. Kampf bringt doch nichts gegen Geist. Gott, ey, ich mache direkt schon alles falsch im zweiten Kampf. Verwirrung ganz schrecklich. Geht das wieder los? Ich hasse es. Nein, nicht schon wieder Fluch. Ah, Mann. Kann das jetzt bitte treffen? Ey Leute, ihr
wo habe ich drauf komplett. Ja, ich versuch's jetzt trotzdem nochmal. Okay, es ist nicht mehr verwirrt, geil. Und damit ist es auch direkt vorbei, aber ich glaube für meinen Freistorm wird es jetzt auch vorbei sein. Durch den Fluch. Oder überlebt er das? Nein. Gut, dann wechseln wir halt jetzt auch so Viris raus. Sehr schön, sehr schön. Der Vierer hat also fehlgeschlagen. Meine trifft leider noch nicht. Beendet. Ja, natürlich kommt jetzt die Top-Genesung. Das war das, was ich gerade meinte, wo ich mich gewundert habe, dass es der erste Arena-Trainer nicht benutzt hat. Ist aber soweit nicht schlimm. Gehen wir jetzt noch auf Schmarotzer. Das macht viel zu viel Schaden. Müsste ich gleich direkt am Anfang der nächsten Runde direkt auch eine Top-Genesung einsetzen. Oder vielleicht nicht direkt Top-Genesung, aber schon einen sehr starken Trank. Ja, weil Sobiris da. Sobiris gegen Sobiris halte ich nicht so für eine gute Idee. Deswegen wechsle ich auf Latias raus. Bei den Top 4 mache ich hier auch gar keine Anstalten, irgendwie großartig irgendwas zu schonen. Also was heißt zu schonen? Zurückhaltender zu kämpfen. Die muss man alle ernst nehmen, da kann jederzeit noch was passieren. Deswegen... Ja, natürlich. Es hat keine... Warum hat es keine Wirkung? Ach komm. Really? Oh ja, das war gut. Hoffentlich überlebt das Schmarotzer. Bitte, 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 bitte. Nein, er überlebt es nicht. Ja, geil. Dann wechseln wir auf Schwalbers raus. Gehen direkt auch hier wieder keine Anstalten. Ein Sturzflug. Dann sollte das Ding eigentlich durch sein mit Sobiris. Yes. Sehr schön. So, jetzt kommen. Wie ihr findet. Ja, ich bleib erstmal hierbei. Okay, erstmal auf einen normalen Flügelschlag. Nein, der bringt kaum. Ja, sicher hat er eine Donnerattacke. Okay, dann muss ich direkt rauswechseln. Das ist gar nicht gut. Geradax. So, gegen Geradax bringt das zum Glück nicht ganz so viel. Als ob. Mann, ich setze immer die falschen Attacken ein. Ja, sicher, es ist auch noch paralysiert. Ich heule. Ja, normal bringt auch nicht, also kann ich nur mit Surfer angreifen. Echt jetzt? Ja, es greift zumindest an. Ah, das macht ja gar keinen Schaden. Muss das sein? Okay,
Status Side Items. Top Genesung. Ich will mir vor allem meine ganzen Beleber aufsparen. Deswegen gehe ich hier erstmal auf Top Genesung anstatt jetzt hier direkt. Ah, jetzt kommt locker direkt die nächste Paralyse. Nein, es kommt nicht direkt die nächste Paralyse. Okay, gut. So, mit Surfach ist, wie gesagt, weiterhin das Einzige, was ich einsetzen kann. Oh, Feuer wird ganz stark treffen, oder? Nicht? Ich dachte, das wäre heftiger. Ja, jetzt kommt die Top-Genesung. Jetzt kommt sie. Die zweite, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ne? Ich hoffe, sie hat auch nur zwei, weil dann wäre ich damit zumindest schon mal durch. Müsste mir darüber schon mal keine Gedanken mehr machen. Das ist natürlich gerade ein langwieriger Kampf. Ist mir aber egal. Geh direkt nochmal aufs Top-Genesung. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise ihn besiegen kann. Okay, ein Crit. Schmeckt nicht. Wenn sie jetzt aber nicht mehr eine Top-Genesung hat, dann dürfte er auch nicht mehr so viel durchhalten. Aber er macht immer noch mehr Schaden als ich gefühlt. So, im Normalfall dürfte das überleben, ja. Im Normalfall dürfte der letzte Angriffspunkt für die Attacke Surfer reichen, um Zwiefeln zu besiegen. Sehr gut. So. Hierfür wechsle ich jetzt nochmal auf Sobiris raus. Da sollte wieder... Dunkelklau oder Schmarotzer? Boah, ich habe nicht mehr. Hab ich Schmarotzer hat überhaupt eingesetzt? Ich gehe einfach mal auf Schmarotzer. Da reißt man auf der Spurball rein. Okay, das war kein guter Wechsel. Das war kein guter Wechsel. Die sind noch alle stark angeschlagen. Was mir nicht gefällt. Blizzard. Ja, ganz nett, ne? Taxi bringt zum Glück nichts. Das heißt, ich kann direkt nochmal einen zweiten Angriff hinterher setzen. Ja, gut, Vergiftung, aber ich habe ja ein Gegengift. Dann kann ich direkt nach dem Kampf einsetzen und dann. Ach komm! Jetzt zieh das doch nicht unnötig in die Länge. Danke. So, zweiten Kampf erledigt. Der zweite Kampf deutlich länger gedauert als der erste. Vor allem nachdem wir nach dem ersten Kampf keinen einzigen Beleber einsetzen mussten, sieht das jetzt wieder anders aus. Das Band zwischen dir und deinem Team ist ebenfalls sehr stark. Das war mir völlig entgangen. Deshalb konnte ich eigentlich nur verlieren. Jetzt möchte ich aber auch sehen, wie weit euch dieses Band bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Okay. Erstmal wieder super. Warte, nee, wir machen das anders. Wir setzen erst die Beleber ein. Auf Firestorm. Latias und Sobiris. Dann den Feuerheiler auf. Nee, nicht Feuer. Gegengift, Gegengift, Gegengift. Ja. Auf Formio. Dann
ganz viele Top-Tränke. Erstmal lieber Supertrank. Habe ich mehr von. Speichern mal kurz. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. Jetzt scheint Eis zu kommen. Sieht man, denke ich, eindeutig. Okay. Sollte ich ja zunächst mit Firestorm ganz gut aufgestellt sein. Willkommen, mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Hönn gereist, um die Eisattacken meiner Pokémon zu perfektionieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Gerne, gerne. So, wir starten. Natürlich, das war eigentlich fast schon klar. Jetzt aber okay, macht das nicht so viel Schaden. Top Genesung wird direkt eingesetzt. Dadurch, dass ich hier aber doch sehr viel Schaden mache, nehme ich das auf jeden Fall in Kauf. Denn damit hat sie schon eine Top-Genesung ganz offensichtlich verschwendet. Und damit das erste Pokémon besiegt. Eine ihrer Top-Genesungen hat sie, wie gesagt, jetzt schon verschwendet. Sehr guter Start. Reise hört sich stark nach zwar auch Eis, denke ich, aber bei Eis kombiniert mit Wasser an. Deswegen wechsle ich auf Geradax raus. Wir haben gerade gesehen, Kampf scheint effektiv zu sein. Versuche ich mal mein Glück. Bin zwar ein Level drunter, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja, es ist sehr effektiv, aber es bringt trotzdem nichts. Ja, sicher. Was ist das denn? Okay, da wird es wohl direkt Zeit für, da wird es wohl direkt Zeit für Mega-Entwicklung. Können wir fliegen. Schauen, wie es damit läuft. So, er kommt mit dem Blizzard auch wieder. Aber ich fliege hoch in die Luft. Greife dann an. Ja, ist jetzt nicht so viel. Und ich bin gleich schon wieder down. Ja, geil. Der Kampf gefällt mir nicht. Der Kampf gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss hoffen, dass jetzt keine Top-Genesung kommt.
Ich hoffe, ich habe die höhere Init, sonst habe ich ein Riesenproblem. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nicht überleben werde. Mach dann direkt... Ja, sicher. Jetzt kommt auch echt diese Kacke. Ne? Ah, nee. Ich überlege direkt schon wieder rauszuwechseln. Mach ich, glaube ich, auch. Auf Sobiris. Versuch's mit Unlicht. Mit Schmarotzer. Natürlich muss ich jetzt überhaupt erstmal hoffen, dass ich die Attacke überlebe. Tue ich und hoffe, dass ich. Muss jetzt nur hoffen, dass ich zuerst angreife. Nein, darf ich nicht. Ja, sicher. Ach komm. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt an einem Pokémon hier scheitere. Der hat halt Surfer, das ist halt gar nicht gut. Aber ich hoffe, dass ich zuerst angreifen darf. Darf ich, und ich hoffe, dass Feuer ausreicht. Es reicht halt nicht mal ansatzweise aus. Das war halt so dumm, ne? Komm, Him. Ja, natürlich wehrt er die Attacke ab. Der Kampf ist ganz Belastung, ey. Der Kampf ist unglaublich Belastung. Das ist unglaublich. Komm, beende es jetzt. Erste, was ich mache, ist einfach mal direkt ein Beleber einsetzen. Obwohl, nee, ich gehe erstmal auf Feuer. Einfach direkt auf Feuersturm. Ja, Verwirrung ist okay. Solange er angreift. Ja, er greift natürlich nicht an. Boah, ey, das macht doch keinen Spaß. Ja. So, Prognose von Dirk. Und er verletzt sich wieder von Verwirrung selbst. Ey, ich heule. Ehrlich, ne? Das ist doch so lächerlich. Jetzt ist die Verwirrung nicht mehr da. Und jetzt kommt der Müll. Nee, so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe auch Top-Genesungen. Damit das klar ist. So, und jetzt treff mal bitte mit dem bescheuerten Feuersturm hier. Und da kommt die nächste Verwirrung. Please. Warum? Warum wehrt er denn die Drecksattacke ab? Och, nee. Also, der Kampf gefällt mir bisher am wenigsten. Ja, sicher, ey. Das ist doch echt ein Scherz. Wow, die erste Attacke, die trifft. Gefühlt gar keinen Schaden macht.
Ja, aber Feuer wehrt sie ja die ganze Zeit ab. Boah, ist das ein Schmutz. So, ich denke, ich werde aber direkt zwei wiederbeleben. Okay, ich kann jetzt erstmal nur einen wiederbeleben, das ist klar. Ich werde jetzt erstmal Firestorm wiederbeleben. Und dann noch... Ich brauche halt mehr Pokémon, ne? Wenn einer... Ja, hat's sowieso schon erledigt. Eigentlich muss ich echt noch jemanden wiederbeleben. Erstmal gehe ich jetzt auf. So, wen belebe ich denn wieder? Die ganzen Flugdinge sind halt zu so Dings. Wahrscheinlich Geradax. Ein Fußstrahl. Direkt im Anschluss folgt noch eine Top-Genesung. Und dann wird sie hoffentlich beendet mit dem Feuer. Nicht so große Probleme. Einäschern. Okay. So, zwei noch. Zwei noch. Es kommt direkt noch ein Frostdet hier. Hoffe, das wird nicht ganz so stressig. Bitte beende es direkt. Ja, danke. So, und jetzt bitte das letzte auch so schnell. Da kann ich mich nochmal... Penantra hatten wir doch direkt am Anfang, hä? Keine Ahnung. Aber ist gut für mich, weil dann sollte ich es eigentlich auch recht schnell... Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt tatsächlich in den allerletzten Kampf der Top 4 gehen, bevor es dann zum Champions Kampf geht. Du und deine Pokémon, hör ihr Zusammenhalt, verbrennt alles. Kein Wunder, dass die Eisattacken meines Teams vor dir dahin schmolzen und dir nichts schaden. Geh weiter in den nächsten Raum. Du, Rote, wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Yes. Leben. Leben. Leben und beleben. Dann Supertrank. Schwächeres als Heil-Item? Wahrscheinlich nicht, ne? AP, AP. Als direkt 100. Okay, lassen wir so. Lassen wir so. So, das sieht mir stark nach Feuer aus. Gucken wir erstmal. Gegen Feuer bin ich halt jetzt auch nicht so gut gewappnet. Das
Wobei, wenn ich auf Eis rauswechsel mit Formeo. Bin ich doch ganz gut gewappnet. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga, Dragan, der Drachenprofi. Pokémon sind von Natur aus wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was man benötigt, um mit Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Wenn nicht, wirst du im Kampf gegen mich scheitern. So, der Letzte. Und es ist nicht Feuer, sondern Drache. Allerdings sollte ich damit Eis doch im Normalfall trotzdem gut punkten können, oder? Mit Blizzard. Ich habe allerdings natürlich auch nur... Nein, ich habe gar keine Angriffspunkte. Das ist gerade ganz schlecht. Hier geben wir erstmal Feuersturm. Er kommt direkt mit Drachenpuls. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Gar nichts. Okay, eigentlich kann ich dann direkt rauswechseln. Das war nicht gut. Das war kein guter Lead. Ich hätte echt gucken müssen, ob ich noch Blizzard zur Verfügung habe. Aber darauf macht jetzt noch nicht so viel Damage. So, folgender Plan. Es läuft überhaupt nicht gut gerade. Wir kommen jetzt mit Mondgewalt. Ja, ist okay. Ist das soweit schon mal weg? Allerdings müsste ich trotzdem nochmal rauswechseln. Ja. Keine Ahnung. Wasser wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Fliegen. Ah, ja, das Ding ist halt auch, ne, Formeo hat kaum Kraftpunkte. Wenn ich ihn jetzt einsetze, wo schon so viel Schaden bekommen hat, schwierig. Oh, das ist aber noch schwieriger. Okay, komm. Gehen wir auf Kumu-Milch bei Formeo. Und dann wird er mich jetzt natürlich umbringen, ist klar. Und dann wechseln wir zurück auf Formeo. Und sollten dann hoffentlich, ich weiß ja, wird bestimmt zuerst angreifen, naja. Gucken wir mal, ob wir das überleben. Tun wir. Dann sollten wir mit Blizzard jetzt hoffentlich das ganze Ding hier beenden, ja. So, dann haben wir doch auch mal den ersten Kampf geschafft. Ich werde erstmal weiter auf Blizzard gehen, aber ich weiß halt auch nicht, ne? Vielleicht ist es jetzt schon vorbei. Nee, wir überleben noch. Wir überleben noch. Das ist ganz wichtig. Denn damit kann ich mich nochmal voll healen. Nee, wir bleiben. Setzen aber
eine Zapfgenesung ein. Stimmt, das fällt mir jetzt erstmal auf, dass er noch gar keine Top-Genesung eingesetzt hat. Gefällt mir gar nicht. Oh, Erdbeben könnte auch nicht schaffen. Ja. Nicht gut. Gehen wir auf Firestorm. Da sollten wir vielleicht mit Felsgrab oder mit Kampf. Gehen wir erstmal auf Kampf, wenn das nicht so gut ist. Okay. Superschall. Ach nee. Nicht schon wieder. Erstmal kommt die Tab-Genesung. Verwirrung. Trifft. Ja, natürlich trifft sie. Ach Leute. Ah, oh, aber die Verwirrung hat schon aufgehört. Komm, gib mir einen Crit, gib mir einen Crit. Nein, kein Crit. Nein, kein Erdbeben. Das ist doch ein Witz. Okay, dann beenden wir es jetzt mit Zertrümmerer, hoffentlich. Er setzt noch eine Top-Genesung ein. Ja, nee, ist klar. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ah, das bringt gar nichts. Okay, gehen wir auf Stärke. Ja, schon etwas besser. Wehrt die Attacke ab, komm, beende es. Sehr stark. Good job, Geradax. Good, good job. So, zwei noch. Zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Ich bleib erstmal dabei. Habe ich überhaupt noch... Warte, das muss ich auch mal gucken. Hab ich dann... Ja, ich habe danach noch einen Kampf. Gut. Dann könnte ich in dem Fall danach noch auf die... gar nichts. Okay, ich setze direkt den Beleber ein. Aber auf wen? Auf wen? Ach Gott. Firestorm. Firestorm. Sobiris müsste ich noch übrig haben, ne? Ne, Schwalboss. Eigentlich muss ich auch hier nochmal direkt auf Wiederbelebung gehen und packen da noch mal Formio raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, 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 ich will nicht rauswechseln, ich will nicht rauswechseln, sondern gehe auf Sturzflug. Geht jetzt hier volles Risiko, mehr Schaden. Ich krieg natürlich diese Frau selbst Schaden, aber mach ihm auch etwas Schaden. So, ich hoffe, ich überlebe die Attacke. Beulen? Nein, tue ich nicht. Okay, durch den Beulenhelm kriegt er nochmal Schaden. Ich hoffe, er hat kein Dings mehr. Keine Top-Genesung mehr. Ich hoffe, er hat wirklich beide schon verballert. Felsgrab. Höre Init, greifen zuerst an und beenden ihn damit schon mal. Ganz wichtig. Dann ist die Frage, was ist sein letztes Pokémon? Sedra King. Oh nee, ja, da muss ich auf jeden Fall rauswechseln.
Da muss ich auf jeden Fall rauswechseln. Der wird auch Wasserattacken haben. Und ich werde jetzt nochmal versuchen mit Blizzard. Ich hoffe, ich überlebe es nochmal. Eigentlich schon auf Top-Genesung gehen. Weil Kumu-Milch auch schon ausreicht. Nein! Ja, was machst du denn? Nein! So, wieder an dieser Stelle angekommen. Mal gucken, ob wir es im Second Try schaffen. Ich habe jetzt, wie ihr seht, noch deutlich mehr Pokémon übrig. Ich habe diesen Kampf dieses Mal deutlich besser gestalten können. Was mich noch ein bisschen besorgt, es wurde noch keine einzige Top-Genesung eingesetzt. Und bin mir da auch hundertprozentig sicher, dass diese definitiv ja sicher ist, eingeschlafen. Diese hundertprozentig jetzt in diesem Kampf eingesetzt wird, die Top-Genesung. Was nicht geil sein wird, aber ist online. Warum setze ich überhaupt das ein, Junge, ey? Ich bin mit keinem meiner Pokémon noch wirklich gut gewappnet jetzt, ne? Jetzt wird safe jetzt die Top-Genesung kommen. Es sei denn, ich habe Glück. Setzt Gene ein tatsächlich. Nein! Wir haben es geschafft! Yes, wir haben es geschafft! Okay, geil. Geilo! Geilo, geilo, geilo! So, Psychokinese. Haben wir ihm die nicht schon beigebracht? Oder haben wir den jemand anderem beigebracht? Ja, scheinbar, ne? Nebelball raus, packen Psychokinese rein. Dann passt das Ganze. So, es geht zum Championskampf. Das große Finale. Du wirst mal benötigt, um ein guter Trainer zu werden. Ja, ein Trainer benötigt ein ehrliches Herz. Wenn dein Pokémon mit dem guten im Herzen eines Trainers in Berührung kommt, lernt es zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Daran wächst es schließlich und wird stärker. Geh weiter, der Champ erwartet dich. See.